Und hier nochmal von rechts die Kombination schlechthin für ein Fotomotiv. Mustang P51 und Supermarine Spitfire. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bitte erneut aufzustehen für die französische Nationalhymne. For the National Anthem of France. La Marseillaise. Und nochmal ein Flyby der Mustang und der Spitfire. Der Mustang und der Spitfire. Und natürlich ausreichend Flüssigkeit. Und weiterhin natürlich die Wespen im Auge behalten, aber denken Sie bitte an Schatten und ausreichend Flüssigkeit, das ist wirklich wichtig. Ich nehme Sie nochmal nach. Halbe Stunde entspannen und das Programm bekommen Sie von dort auch locker mit. Der großen weißen Zelt. Thank you.
heute noch ist sie der britische Kultjäger und wird im Vereinigten Königreich entsprechend verehrt. Über 20.000 Mal ist sie gebaut worden in den verschiedensten Versionen und sogar eine Seafeuer hat es gegeben. 2.500 Stück, die dann auf Flugzeugträgern stationiert wurden. Die Hurricane, die wir Ihnen leider an diesem Wochenende nicht präsentieren können, weil sie ein Fahrwerksproblem hat, dafür dann aber die Mustang als Ersatz. Bis 1954 ist sie noch im Einsatz geflogen worden, wenn auch nicht in England, aber in Südostasien, in der Türkei. Ich habe auch mal einen Ritzel gefunden, da war noch ein Kugellager, dann hat sie noch gedreht. Da war das Fett noch drin, da war die ganze Jahr. Tja, bei den Temperaturen ist es auch nicht ganz so gut, wenn man Und wir haben auch wieder den Nachmittag.